Hallo, meine Lieben. Ja, ich bin mal wieder da. Ihr seht schon im Live, steht es oben drin: Mystery Sensi Bars. Und hier sind sie. 10 Stück gab es letzte Woche noch zu bestellen, bis Kapdonnerstag. Und dann waren sie ausverkauft. Es sind 10 Stück, haben 35 Euro gekostet. Und da konnte ich nicht Nein sagen, gab es ja im Montagsangebot. Und ich habe gedacht, jetzt nehme ich sie mit. Und habe ich Mittwoch bestellt, glaube ich. Und Donnerstag kam der Lagerverkauf. Da kommt auch noch mal ein Unboxing. Habe ich irgendwas bestellt. Wir machen auf. Ich bin gespannt. Ich bin aber diesmal vorbereitet. Ich habe ein Messer. Und dann machen wir die jetzt gemeinsam auf. Ich hoffe, euch geht's allen gut und wir machen es auf. Ihr seht es noch hell aus. Ich habe extra hier dunkel gemacht, dass ihr seht. Die Lampe leuchtet schon. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Auch nichts. Und ich stelle sie jetzt weg. Wir ziehen. Wir lassen uns überraschen, was sein könnte. Es können Duft des Monats sein, es können Kollektionen Düfte drin sein. Außen irgendwo und deswegen ziehen wir. Ich bin gespannt. White Tea and Cactus Spring Back Mug. Ah! Ey, ich fand den geil. Müssen wir gleich schnuppern. Der war dieses Jahr doch erst da. Ja. Boah, geil, geil, Whitey Cactus, ey. Boah. Oh, wie geil. Der erste Volltreffer. Jetzt hier noch wieder. Bring back my bar Coco Vanilla Orchidee. Sagt mir was. Ist auch gut. Hallo, meine Liebe. Du hast den ersten verpasst. Wirklich ein Volltreffer bei mir schon. White Tea, ein Kaktus. Jetzt haben wir Coconut Vanilla Orchid. Oh, das ist blumiger Vanille. Raus. Vanilleduft mit Kokosnuss und Blumig. Interessant. Das ist aber auch noch, ja, das ist hier ein älteres Modell von Bar. Oh, geil. Mal gucken, was wir noch ziehen. Ich habe sie extra weggestellt. Coming home, bring back my bar. Der ist mal ausgelaufen. Aber nicht schlimm. Oh. Eine Bäckereinote. Zimtig. Aber auch fruchtig. Boah. Wieder so ein Kandidat, den muss ich gut lagern. Oh. Geil. Und nächster. Auch wieder ein Bring Back My Bar Vanilla Suit. Das sind alles Bring Back My Bars? Vanille. Noch was.
Muss ich in der Lampe testen. Ist in Bäckerei, du. Hat was Zimtiges. Boah, geil. Ist jetzt alles nur Bring Back My Bars gewesen. Hatten wir nicht die Tage noch geredet? Du glaubst nicht, was ich hier drin habe. Pina Colada Cha-Cha. Das gibt's nicht. Pina Colada Cha-Cha. Pina Colada pur. Ja. Wir haben noch die Tage drüber geredet. Ich bin gespannt, in welcher Verpackung ich den dann bekomme. Aber das ist der Wahnsinn. Pina Colada Cha-Cha, den gab es im Lagerverkauf. Und ich habe ihn mitgenommen für eine ganz Liebe, wo gerade dabei ist. Und jetzt habe ich ihn hier drin. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Hallo, schön, dass du dabei bist. Jetzt haben wir Vitamin U. Ist doch drin im aktuellen Katalog. Vitamin U. Und Wind. Der ist doch aktuell im Katalog. Also mit Pina Colada Cha-Cha und da ist das Paket schon. Der ist doch im aktuellen Katalog. Ich habe hier keinen mehr liegen. Wenn ich arbeiten bin, tue ich das immer als Letzter. Das ist für mich ein fruchtiger Duft. Sehr angenehm. Also, ich wollte mir den schon bestellen. Oh, den werde ich lieben. Den könnte ich mir hier gut im Wohnzimmer vorstellen. Oder im Schlafzimmer. Oh. Also, mal gucken, was wir jetzt kriegen. Ich bin gespannt. Ich habe hier noch Gurke, glaube ich, hin. Old English Food Cake. Sagt mal auch nichts. Also, auch gespannt. Aber er ist auch noch älterer. Das erkenne ich an, dass der nicht hinten geprägt ist. Die neueren sind ja hinten geprägt. Das ist ein Bäckereiduft. Hat was Teigiges. Auch was Fruchtiges. Die kann ich nicht definieren. Freunde werden, weiß ich nicht. Aber ich wüsste ihm nur für einen Abnehmer. Was haben wir jetzt? Gingerbread Hogs. Winter war der. Der war im Winter. Winden. Wenn sie brummt, tut mir leid. Flugzeug oder die Heizung spinnen wir. Es ist halt Gingerbread. Ja. Der wird für den Winter aufgehoben. Zum Verdüften jetzt. Nee. So, wir haben dann zwei Happy Holidays. Happy Holiday ist ein grüner Duft, also würde ich was Grünes mit befinden. Hattentannenduft. Eukalyptus. Duft.
ist auch wieder ein älteres Modell. Hat so was Winterliches für mich. Wie so ein Badezusatz. Muss ich so sagen, wie es ist. Würde ich im Winter, mehr so zum Winter-Herbstzeit wieder düfteln. Aber es ist wirklich eine schöne Auswahl. Also, was haben wir noch? Candy Dandy. Als letztes war Bring Back My Bar. Candy Dandy war was Süßes und war kaum wahrnehmbar für mich. Ja, Lollipop. Lollipop. Der war mir damals zu schwach in der Lampe. Aber ich möchte mich nicht beklagen. Also ich muss sagen, für die 10 Bars, 35 Euro, die ich nicht kenne, gehen wir auf, wo ich kenne, ist Candy Candy aus Bring Back My Bar. Happy Holidays kenne ich überhaupt nicht. Also der ist ganz neu für mich. Gingerbread Hugs kenne ich. Den werde ich aber nicht mit Vanilleduft oder sowas im Winter kenne ich. Old English Fruitcake kenne ich überhaupt nicht. Also wirklich was sehr, sehr Schönes, dass ich das bekommen habe. Also zum Testen auch. Also super. Vitamin U ist, glaube ich, aktuell im Katalog. Auch finde ich schön, weil ich den mir auch bestellen wollte. Also auch super. Also Vanilla Suit kenne ich auch nicht. Warum Bring Back My Bar habe ich mir damals, glaube ich, nicht bestellt. Oder weil es mich nicht interessiert hatte. Auch zum Testen geil. Dann Welcome Home kenne ich auch nicht. Also war ja auch ein Bring Back My Bar. Also super zum Testen. Coconut Vanilla, oh shit. Habe ich auch nicht getestet. Also finde ich auch super zum Testen. Und meine, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Als erst rausgezogen, eine White Tea in Kaktus. Fand ich ja geil, wie ich ihn getestet habe. Und dass ich den nochmal bekomme, geil. Also wirklich, und das beste Highlight zum Schluss ist wirklich Pina Colada Cha-Cha. War ja am Lagerverkauf, habe ich mir extra für meine Liebe einen mitgenommen, weil ich noch habe. Und jetzt habe ich noch mal. Also, da sind wir beide überrascht, wo ich den gezogen habe. Ich habe wirklich blind gezogen, mein Karton steht hier. Also wirklich so, was ich kenne, was ich schon gedüftet habe. Machen wir mal so. Ist wirklich 50-50. Die kenne ich. Und die kenne ich nicht. Also wirklich geil. Geile Ausbeutung. Für 35 Euro konnte man da wirklich nichts falsch machen. Ich bin gespannt, was die anderen Mädels, wo ich kenne, habe. Was die bekommen haben. Finde ich sehr interessant. Genau. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und war mal wirklich was anderes, auch von Sensi her. Ist wirklich, manchmal muss man einfach sagen, man bestellt einfach. Das habe ich in dem Abend gedacht. Falsch machen kann man nichts. Und wie gesagt, 10 Bars, 5, wo ich unterschiedlich düfte, 5, wo ich kenne, ach, besser kann es nicht sein. Also, ich wollte es ja nur schnell Durchlauf machen mit euch. Aber es hat ein bisschen länger gedauert. Ich bin wirklich überrascht. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, schönen Abend noch, wann ihr das live nachschaut oder
es seht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich würde sagen, bis demnächst. Eure Josi. Ciao, ciao.